Ja, hallo zusammen. Heute wollte ich euch mal den ersten Teil von einem Großprojekt zeigen von mir. Eine große Burg mit dem Dorf davor und vor dem Dorf nochmal ja, ein 100 Meter hoher Turm. Den werdet ihr gleich zwischendurch immer wieder mal sehen, aber der kommt halt dann später. Ja, jetzt kommt erstmal die Burg, die Broxburg, die ich in einen Berg hinein gezimmert habe, sozusagen gemauert habe. Die Burg ist extra so konzipiert, dass sie nicht einheitlich vom Stil ist, dass sie aussieht, als ob sie über einen längeren Zeitraum entstanden ist, als ob mehrere Baumeister daran gearbeitet hätten. Vielleicht da ist eine gestorben oder weitergezogen, der nächste hat weitergebaut. Also eine Burg, die sich entwickelt hat. Deshalb ist alles nicht so einheitlich. Es sieht bewusst nicht durchkonzipiert aus. Es ist bewusst auch ein bisschen verworren, von wo man nach wo kommt. Also das ist alles so gedacht und extra so gemacht. Und jetzt fliegen wir erstmal über die Burg und ich zeige euch erstmal, ja, wie es da so aussieht. Ja, fliegen erstmal ein bisschen näher ran. Wie man sehen kann, gibt es unten erstmal ja, so einen Grundanfang, so ein bisschen Gewölbe. Eingangsbereich. Hier kommen wir in den Außenbereich der Burg rein. Blick nach unten, hier rüber, über die Seiten. Die beiden großen Türme. Es war sehr viel Arbeit, muss man sagen, die auf dieselbe Höhe zu kriegen, in dieselbe Optik. Hier geht es dann durch den Berg durch. Wir schauen uns das nur von außen an und laufen nachher noch mal dadurch. Das hier unten ist so ein bisschen das Tempelviertel. Auch das gucken wir uns nachher mal genauer an, wenn wir dran vorbeilaufen. Und dann geht es weiter nach oben. Immer höher und immer höher die Burg hinauf. Die Burg stand am Anfang schon. Die habe ich nur renoviert, in Ordnung gebracht. Und jetzt geht es im Sturzflug nochmal nach unten. Da kann man das ganze Projekt nochmal schön sehen. Die großen Türme. Das Dorf. Den riesigen Turm. Aber wie gesagt, das Dorf und der Turm kommen später dran. Und wir gucken uns einfach mal zusammen die Burg zu Fuß an. Ja gut, also dann würde ich sagen, zu Fuß auf in die Burg. Erstmal hier unten noch mal rein. Hier haben wir dann, wie gesagt, einen Gewölbekeller. Ja, ein geheimes Portal.
Dann geht es eins weiter hoch, hier über die Seite, das nächste Plateau. Hier kommt man dann auch rüber zum Brunnen. Und hier sind wir auf dem Burgvorplatz. Die Burg ist wirklich als Basis konzipiert auch zum Spielen. Hier hinter sind einfach Portale. Das Brockhaus ist der große Holzturm aus dem ersten Video. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann verlinke ich das nachher in der Bildbeschreibung. Die Burg Schreckenstein, das ist oben die Burg, die ganz oben drauf ist. Ja, hier draußen haben wir einfach einen kleinen Schmelzerbereich, nichts Besonderes. Komplette Werkstatt mit Schmiede. Jeder, der Valheim gespielt hat, kennt das Ganze. Ein paar Lagermöglichkeiten. Alle Türme sind generell so gebaut, dass man auf alle Türme auch wirklich drauf kann, wenn man nicht gerade mit Fuß hängen bleibt, wie ich gerade. Also wie gesagt, auf Funktion gebaut. Man kommt von überall hin, nach überall. Mal kurz noch mal ein Stück nach unten. Hier ist dann eine kleine Schatzkammer. Es gibt nur eine, weil Schatzkammern sind zwar schön zum Gucken, aber fürs Spiel selber ja eigentlich relativ nutzlos. Ein kleines Gefängnis. Und weiter nach oben. Von hier aus haben wir drei verschiedene Wege, die wir gehen können. Die Treppe hoch, die Steintreppe hier rüber und den Weg hier rechts hoch. Damit fangen wir jetzt erstmal an. Jede Burg braucht eine Küche. Das ist die Burgküche. Alles so ein bisschen gemütlich gemacht, ein paar schöne Deckenbalken eingezogen. Weiter geht's. Der Turm hier ist eigentlich erstmal nur zur Dekoration gedacht, aber natürlich auch wieder begehbar. Und dann geht's weiter nach oben. Das ist praktisch das erste Wachhaus. Das ist dann der Blick nach Osten. Aus der Burg raus. Normalerweise hängen hier jede Menge Mäntel zum Kälteschutz, aber ich habe hier öfters mal Besuch und jedes Mal ist ein Mantel mehr verschwunden, weil wir hier oben Frost haben. Man hat einen schönen Ausblick, wie man sieht. Auch von hier oben aus kann man noch alles sehen. Hier haben wir einen kleinen Laden. Schön gemütlich, schön volle Auslage. Eigentlich alles so zu haben, was man so zum Leben braucht. Wichtig wäre es noch zu erzählen, dass hier alles Vanilla gebaut worden ist. Alles, was hier gebaut worden ist, ist auch gefarmt worden. Wir gehen erstmal wieder runter, um in eine andere Richtung einzuschlagen. Also wie gesagt, alles ist Vanilla gefarmt worden. Jeder Stein, der hier ist, ist geschlagen worden. Alles. Es hat natürlich nur geklappt, weil ich auch Hilfe von Kollegen hatte. Der Shallowbane hat mir geholfen. Der Glocki hat mir Steine vorbeigebracht. Die Baldrun hat mir Sachen gebracht. Also ohne Hilfe hätte es niemals funktionieren können. Gut, gehen wir jetzt mal hier in die Außen.
Die andere Außenseite. Hier kommen wir hier an der Seite raus. Der Turm hier ist so ein bisschen gedacht wie so ein, ja, wie so ein Jagdschlösschen. Platz, wo man sich hin zurückziehen kann, seine Ruhe hat. Vielleicht ein bisschen feiern kann, ohne gesehen zu werden. Alles so ein bisschen gemütlich gemacht. Eine schöne gemütliche Feuerstelle in der Mitte. Gehen wir mal an auf den Balkon. So sieht das Ganze von außen aus. Da oben ist noch ein kleiner Turm, der eigentlich nur dahin gebaut worden ist, ja, weil es da zu leer war an der Stelle. Man braucht ja auch irgendwo, ja, ein gutes Gesamtkonzept. Gehen wir mal weiter hoch auf dem kürzesten Weg. Hier ist dann dieser kleine Turm. Gut. Dann geht es wieder runter. Gehen wir mal auf dem schnellsten Weg runter. So. Das ist jetzt der Weg, wo es die Treppe hochgeht. Also geht es diesen Turm hinauf. Ihr könnt euch vorstellen, dass hier wirklich viel, viel Eisen draufgegangen ist bei der ganzen Geschichte. Also nicht nur viel Stein. So eine Art kleiner, ja, Ratssaal. Mal so eine andere Art von Feuerstelle. Man hat hier auch wieder einen ganz, ganz tollen Blick nach unten runter. Und ich habe wirklich beim Bau auch versucht, so zu bauen, dass ich nie irgendwo so diese Grafikreichweite verlasse, dass man also wirklich möglichst alles immer noch gerade so sehen kann. Das ist der Weg, der jetzt rüber zum Laden führt. Der geht dann unter den großen Türmen, unter der Brücke her. Jetzt geht's in den nächsten Turm. Das ist einer von diesen beiden großen Türmen, die mit der Brücke verbunden sind. Hier haben wir alles noch mal ein bisschen schön, ein bisschen gemütlich. Regale. Und weiter nach oben. Hier gehen wir später rein. Hier ist das Gästezimmer. So ein bisschen selbstgebaute Betten. Dass man sich, wenn ich mal hier eine Führung mache, dass die Leute sich auch ausruhen können, wenn es dunkel wird. Hier, ich denke, sehr schön zu sehen. Das Dach. Der Turm. Feuerstelle. Lass uns mal rüberlaufen auf den anderen Turm. Sehr schön auch. Moment, mal rüberschwenken. Ich finde, die Hängebrücke ist gut geworden. Dann geht es hier wieder runter. Das hier ist so ein bisschen der Turm für die Dienerschaft. Da haben ihre Essplätze. Ganz wichtiger Ort. Dem Beutel sein Scheißhaus. Ich
ich finde, in den meisten Burgen fehlen halt auch die Toiletten. Also man kann sich auch richtig hinsetzen sozusagen und runter gucken, aber lassen wir heute mal sein. Hier geht's runter in den Keller. Ein kleiner Vorratskeller nochmal. Verschiedene Kisten mit Tränken, was man so braucht. Alle nach den Leuten benannt, die hier schon mal gespielt haben auf dem Server. Gut. Ab geht's nach oben. Und auf der anderen Seite wieder runter. Und durch den Berg. Kleiner Blick zurück nochmal. Hier habe ich mich da zum allerersten Mal durch den Berg durchgehackt. Was natürlich immer sehr spannend ist, man weiß ja nie, ob man rauskommt an der anderen Seite oder nicht. Hier kennen alle das Problem. Und wenn ich mal durchgekommen bin, habe ich versucht, das Beste draus zu machen und es so aussehen zu lassen, als ob es so gewollt wäre. Die große Brauerei. Hier kommen wir in dieses schon erwähnte Tempelviertel. Hier sieht es eigentlich im Dunkeln besonders schön aus. Hier haben wir dann Eichtür drin. Den uralten und so weiter. Also ich habe einfach jeden Boss nochmal gemacht, nur um die Trophäen zu kriegen, um sie ja aufzuhängen. Ja, und es geht immer weiter nach oben. Hier ist die besagte Burg Schreckenstein. Anfangs, wie schon mal erzählt, eine Burgruine. Und ich habe einfach alles, was fehlte, so wieder aufgebaut, wie es halt war. Und das hier ist dann nochmal der schöne Blick nach unten. Ja, dann springen wir jetzt noch einmal runter. Nochmal letzter Blick von oben. So. Und das war jetzt die Broxburg. Schön, dass ihr mit da wart. Ja gut, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich einfach sagen, teilt es mit euren Freunden, gebt mir vielleicht ein Like und guckt das nächste Video wieder rein. Es wird auf jeden Fall das Dorf noch geben. Und den großen Turm. Also hier haben wir das Dorf mit Stadtmauer und allem. Da gehen wir nochmal genau durch. Und der große Turm ist auf jeden Fall noch da. Dann sage ich Tschüss, bis bald.